Wie war das jetzt nochmal mit, mach nochmal. Mit Press. Slide. Mit Style Faktor. Mit dem Style Faktor. Ey, was war mit Style Faktor? Also, der Style Faktor ist ja der. Früher, oder was heißt früher? Vor 2-3 Jahren oder vor 2 Jahren war es so, jeder, der im Prinzip auf dem Board relativ schmal stand, da hat man sich gefragt, naja, wie will der Kontrolle ausüben? Wie will er Nose und Tail sauber belasten, sauber bearbeiten können? Wie soll das funktionieren? Jetzt haben sie Folgendes gemacht, haben dann im Prinzip die Inserts an einem Board immer weiter nach außen versetzt, bis man letztlich so breit wie möglich, ja, aber trotzdem noch so nah wie nötig, dass man überhaupt noch Kontrolle ausüben kann, auf dem Brett steht. So, und jetzt ist es so, wenn man jetzt auf einen Obstacle fährt, oder, also ich bin jetzt selber nicht der begnadete, begeisterte Fahrer, ja, aber ich habe ja eine gewisse Beobachtungsgabe und komme ja aus der Entwicklung von Sportgeräten und habe ja im Institut der FAS gearbeitet und gelernt. Also kann ich mir ja bestimmte Sachen herleiten und weiß, wenn man jetzt zum Beispiel auf den Slider fährt und man slidet, jetzt sagen wir mal im Snowboard-Bereich sagt man dazu Heelside oder Frontside Slide und man slidet auf dem rechten Fuß, auf dem Standbein, dann ist ja die Bindung sozusagen quasi mit Board auf dem Slider. Ist ja für mich nicht wirklich ein sauberer Slide. Ein sauberer Slide oder ein sauberer Boardslide wäre ja, wenn es wie beim Snowboarden ist, wenn man über eine Rail slidet, wenn die Bindung neben dem Obstacle ist. Und deshalb sind jetzt im letzten Jahr relativ viele, das ist natürlich Ansichtssache, aber das ist meine persönliche Ansicht, relativ viele Leute auf diese ganz langen Boards aufgesprungen, weil bei den ganz langen Boards hat man nämlich den Vorteil, man steht zwar relativ tight auf dem Board, also relativ schmal auf dem Board, aber im Verhältnis zu den normalen Boards steht man trotzdem noch so breit und durch die Länge des Boards hat man eine viel größere Nose und Tail und kann natürlich genau dieses umsetzen, was ich gerade gesagt habe. Ja? Nur mal als Beispiel, man hat hier einen Nose-Slide-Bereich von 25 cm bei einem normalen Wakeboard mit einer Länge von, was haben wir jetzt hier, ups, ich weiß es ja nicht, 1,42 ist schon lange das Wakeboard. Und wenn man sich das einfach mal anguckt, nur im Verhältnis gesehen, wenn man sich die Sache einfach mal anschaut bei dem Vampire Vamp neu 2018, da hat man locker 30 cm. Ja? Und wenn man jetzt den Tightstand auf dem Board wählt, hat man wahrscheinlich 33 cm. Das heißt, man hat mit diesem Board im Sliden viel mehr Möglichkeiten, weil man viel mehr Fläche hat, mit der man auf dem Slider arbeiten kann. Das ist im Prinzip der Grund dafür, warum diese Presses dann immer so stylisch aussehen. Ne? So, das ist Ende der Durchsage.